Hallo und herzlich willkommen. Heute sind wir in München am Flughafen und ich darf zum ersten Mal den neuen Q8 e-tron Probe fahren. Jetzt sehen wir ihn in klein, wie ich ihn auch damals hatte. Ich war die erste in Deutschland, die ihn abholen durfte in Ingolstadt. Und uns haben viele schöne Kilometer verbunden und ich bin jetzt echt gespannt, was das neue Modell Neues zu bieten hat. Hat ja auch einen neuen Namen schon mal, Q8 e-tron. Und ja, was ich sonst noch so alles getan habe. Jetzt sind wir im Q8 e-tron, im ganz neuen Modell, dem Facelift des Elektropioniers. Und ich muss sagen, er gefällt mir sehr, sehr gut, auch im Innenraum. Hat sich an Paketen sehr, sehr viel getan, was mir richtig gut gefällt. Sieht man hier jetzt zum Beispiel schon mal an den Gurten. Einfach mit roter Einfassung, wie man es schon von dem ein oder anderen RS-Modell kennt. Oder auch von meinem RS3 zum Beispiel ist das ja in grün. Also gefällt mir richtig, richtig super. Auch hier am Lenkrad, die Innenseite ist schön mit die roten Nähte gemacht. Der Sitz ist doch toll. Schön. Gefällt mir mit der S-Line-Raute. Weil wir haben nämlich auch das Modell mit S-Line, den 55er e-tron. Und ja, er macht einen sehr guten Eindruck. Und ich würde mal sagen, machen wir nicht lang um den heißen Brei herum, sondern gehen gleich mal raus und schauen uns das Auto von außen an. Und zwar, was ganz neu ist, auf der B-Säule ist jetzt eingraviert Audi. Und die genauere Bezeichnung des Modells, nämlich Q8 e-tron Quattro. Q8 ist jetzt die neue vorangestellte Bezeichnung für den e-tron. Früher war es ja nur e-tron, dass man es jetzt einfach nochmal ein bisschen mehr abgrenzt, weil es ja mehr e-trons mittlerweile gibt. Und nicht nur einen wie damals, als er neu war. Genau, das setzt sich dann auch hinten fort, die neue Bezeichnung, nämlich das Q8. Das haben wir auf alle Modelle. Und hier bei dem Modell speziell haben wir noch die Raute, klassische S-Line-Raute oder RS-Raute, je nachdem. Und weil wir hier das S-Line-Modell haben von dem 55er e-tron, haben wir hier die Raute vor dem Q8. Übrigens zum ersten Mal für den Q8 e-tron erhältlich diese tolle funkelnde Farbe Kronos-Grau. Und ich finde, sie steht ihm richtig gut. Was das Fahrzeug richtig sportlich macht, finde ich, sind die roten Bremssättel. Das macht einen richtig coolen, sportlichen Touch. Natürlich vorne noch mal wesentlich größer. Hier haben wir eine von zwei Ladebuchsen. Nämlich für AC-Laden und natürlich auch für das Schnellladen, das DC oder HPC genannt, dass wir wirklich schnell Reichweite aufnehmen können. Und was fällt uns hier vorne natürlich auch auf? Die neuen Audi-Ringe. Auch wieder komplett flach gehalten. Nochmal ganz anders als auf der Heckklappe, was ich persönlich richtig, richtig schön finde. Dieser beleuchtete Streifen hier oben. Ja, das macht schon einiges her, bin ich der Meinung, gerade wenn man in der Nacht unterwegs ist. Und hier vorne haben wir auch wieder e-tron eingelassen in der Stoßstange. Leuchten die Ringe vielleicht auch? Ja oder nein? Nein, leider nicht. Hier macht der deutsche Gesetzgeber einen Strich durch die Rechnung. Aber zum Beispiel in den USA wäre dies ja möglich. Bei diesem Modell gibt es auch noch ein paar Neuerungen in Bezug auf die Aerodynamik. Nämlich haben wir hier Lufteinlässe, die jetzt auch wirklich den Luftstrom durchlassen, damit nochmal der CW-Wert verbessert wird und auch die Batterie gekühlt wird, wie in diesem Bereich. Und ja, das spart dann wirklich nochmal kW beim Fahren, macht alles effizienter. Und besser. Beim Q8 e-tron außerdem erhältlich das Digital Matrix Light. Das ist jetzt der Premium-Scheinwerfer, den es gibt. Und dieser kann ja projizieren, Animationen, auch Begrüßungslicht darstellen. Und er kann viel, viel mehr als jetzt reiner Fernlichtassistent oder Matrix Light, wie man es kennt, wenn der Gegenverkehr nachts entgegenkommt und er das ausblendet und mir seitlich mehr ausleuchtet. Nein, er kann sogar noch mehr, und zwar auf der Autobahn mir einen Teppich projizieren. Wenn ich fahre und die Spur wechseln möchte, rollt er den Teppich schon mal gleich zur Seite aus. Also richtig cool und unterstützt einen da aktiv und natürlich auch die anderen Fahrteilnehmer, dass die sehen, dass er jetzt die Spur wechselt und dementsprechend sich anpassen. Was geblieben ist und sich natürlich nur innen drin technisch weiterentwickelt hat, die digitalen Außenspiegel. Also ich liebe sie, ich hätte sie am liebsten in jedem Auto. Ich finde es einfach cool, ich komme damit super zurecht. Und nach einer gewissen Zeit, eine Woche, dann ist man sich damit auch wirklich sicher. Zum Vergleich kann ich euch noch hier den SQ8 e-tron zeigen, wie dessen Gesicht ausschaut. Also man sieht schon diese silberne Schwange, gibt es auch in schwarz, aber wie sich das schön einfügt. Und auch hier mit diesen silbernen
Flaps, Kanten, je nachdem. Und hinten sieht man natürlich auch die silberne Spange richtig gut. Passt auch gut zu der blauen Außenfarbe. Und zur besseren Vorstellung blenden wir euch gleich noch eine Animation ein, wie der Grill in den verschiedenen Varianten ausschaut. So, jetzt sind wir im Inneren angekommen, nachdem wir uns den Außenbereich angesehen haben. Und ja, ich muss sagen, der erste Eindruck fühlt sich sehr, sehr schön an in dem Auto. Ich habe eine höhere Sitzposition, das gefällt mir jetzt im Vergleich zum RS3 auch sehr, sehr gut. Was mir gefällt, ist auch der schwarze Dachhimmel. Es ist einfach sportlich, wenn man einen schwarzen Dachhimmel hat. Und wir sammeln jetzt ein paar Fahreindrücke, weil das natürlich das A und O ist von dem Auto, wie es sich dann anfühlt, wie sportlich das er ist und welches Gefühl er einem gibt. Gerade habe ich noch was rausgefunden bezüglich des digitalen Matrix-Lichts. Und zwar, wenn wir auf Fahrzeug gehen, da dann auf Licht und Sicht, können wir nämlich die Außenbeleuchtung auch noch einstellen. Und wir können es konfigurieren, das Einstiegslicht oder die Ausstiegsbeleuchtung. Also mega cool, was es hier alles gibt für verschiedene Projektionen. Und zwar gibt es hier Skyline, dann gibt es Diagonal. Split, Kosmos, also das muss ja richtig cool ausschauen. Wenn das projiziert wird, ein Origami. Also ist doch mega cool, wenn ich das hier mir separat da einstellen kann, was mein Auto macht, wenn ich einsteige oder aussteige. Also ich finde es stark, dass es sowas gibt. So schnell geht der Tag vorbei mit dem neuen Audi Q8 e-tron. Also ich bin sehr begeistert, was das ganze Fahrverhalten betrifft. Er macht richtig Spaß. Ich konnte ihn jetzt ausgiebig testen. Auch was gut hervorzuheben ist, dass die Reichweite mega ist. Die hat sich deutlich verbessert. Da merkt man, dass er mehr Batteriekapazität bekommen hat. Ein großer Fortschritt. Und ja, alles in allem überzeugt mich dieses Auto. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es findet. Ich freue mich schon, wenn ich den SQ8 e-tron in die Finger bekomme, was der noch mal mehr zu bieten hat in Sachen Geschwindigkeit und Beschleunigung. Also der hier geht ja auch schon mega, ich habe es vorhin mal probiert. Wow, das ist echt ein Plus, was die Elektromobilität zu bieten hat. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Auto empfindet, wie euer Eindruck ist. Schreibt mir Fragen, die ich beantworten kann oder in einem neuen Video klären kann. Und natürlich würde ich mich sehr, sehr für ein Abo freuen. Bis zum nächsten Video. Ciao!